Wir wollten eigentlich die Route Krett fahren, aber leider ist die wegen Waldbrand gesperrt. Jetzt sind wir in Gassin angekommen. Das ist ein kleines Bergdorf und das schauen wir uns jetzt mal an. So, jetzt geht's weiter an der Côte d'Azur entlang Richtung Italien. Thank you.
Wir fahren jetzt hoch zum Col de Vence, weil wir uns entschieden haben, dass uns die Stellplätze unten am Meer zu unruhig sind. Und zwar da jetzt auch echt sehr viel los in den Städten an der Küste. Und wir freuen uns jetzt auf einen ruhigen Platz in den Bergen. Der Stellplatz hier war wirklich schön, es war so friedlich hier und ganz wenig Verkehr nur auf der Straße, direkt hier an dem Wanderparkplatz, wo wir übernachtet haben. Richtig, richtig schön. Jetzt sind wir endlich in Monaco angekommen. Es gibt hier ein Parkhaus, das extra für Camper ist. Das ist aber leider ausgebucht. Als wir gerade vorbeigefahren sind, leuchtete das Schild rot. Es ist komplett vollgeparkt. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir jetzt einfach hier rumfahren und uns Monaco aus dem Auto anschauen. Thank you.
So, das ist unser erster Stellplatz in Italien. Den haben wir jetzt ganz spontan auch wieder gefunden. Ja, ist auf jeden Fall schön hier. Es gibt sogar eine Entsorgungsstation kostenlos und Mülltonnen. Uns reicht auf jeden Fall für eine Nacht.